Hi, es wurde mal wieder Zeit für ein Foundation-Update, denn hier haben sich einige neue angesammelt, beziehungsweise sind die teilweise auch schon ein wenig älter. Die ganzen BB-Creams bekommen ein eigenes Video und ich fange an mit der Beauty UK Matte X, nee, Matte FX, FX, keine Ahnung, Foundation. Und das ist die Farbe 01 Ivory. Und zwar hatte ich bei der Coco Cosmo, kennt ihr garantiert, im Shop mir eine von den Wunderboxen bestellt gehabt. Die habe ich gar nicht gezeigt. Das war dieses gepflegt, gecremt und so weiter. Da war dann ein Konjac-Schwamm dabei, unter anderem ein Primer von dieser Marke. Den Primer finde ich wirklich gut. Und dann, ich habe mir dann einfach gedacht, na, bestellst du mal diese Foundation mit, für die ja gedacht ist. Also der Primer und das soll eigentlich funktionieren zusammen. Ja. Tut es einigermaßen auch, aber ich muss euch wirklich sagen, das hier finde ich ist totaler Schrott. Also ich habe noch nie so was Schlechtes gehabt. Das ist einfach nur, keine Ahnung, Schrott in der Tube. Und ja, mir gefällt zwar ganz gut so die Verpackung, aber das war es dann auch schon. Also, ich habe natürlich jetzt Tonnen rausgedrückt, sorry. Die Farbe sieht hier erstmal so ganz gut aus, vielversprechend, hell genug ist auf jeden Fall. Sie ist auch relativ ja, weich und lässt sich gut verteilen und bla bla bla. Aber wenn man die verteilt, merkt man auch, dass man danach so gut wie keine Farbe mehr im Gesicht hat. Also sie hat zwar Farbe, aber keine Deckkraft und sie ist eigentlich so was Glitschiges. Dafür, dass es eine Matte Foundation ist, finde ich, sie ist zwar jetzt matt, aber sie glänzt super schnell durch. Sie riecht irgendwie sehr unangenehm künstlich. Da kann man nochmal von nahen das sehen. Und wenn man das verteilt, man sieht nichts mehr davon auf der Haut. Gar nichts. Also ich habe das im Gesicht benutzt. Hier ist aber auch Mineral Oil drinne und auch ganz schlechte Sachen. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Ich werde die wahrscheinlich nicht benutzen. Ich habe die jetzt zweimal benutzt und es hat mir gereicht. Und ja, ich finde nicht, dass man die braucht. Also 4 oder 5 € hat die gekostet und das ist absolut verschwendetes Geld. Ja. Zumal der Geruch mich echt in den Wahnsinn treibt. Also die war schon mal nichts. Dann hatte ich mir ja von Manhattan diese beiden hier gekauft. Die Easy Match Makeup Skin Tone Adapting. Foundations mit SPF 18. Und da habe ich mir die beiden Farben geholt, eigentlich insgesamt drei, aber die beiden, die ich benutze. Soft Porcelain 30 und Classic Ivory 32. Das heißt, das sind die beiden hellsten Töne. Der linke Ton ist fast ein Ticken zu hell erstmal beim Auftragen. Vor allen Dingen hat er aber auch einen rosa Stich und das, ja, um das auszugleichen, habe ich eben die Classic Ivory. Ich benutze sie fast Hälfte, Hälfte, ein bisschen mehr Soft Porcelain. Wegen der Helligkeit und meine Kamera fokussiert nicht. Ich finde die eigentlich recht gut. Kann nichts gegen die sagen. So preis-leistungsmäßig finde ich die gut. Ich zeige euch erstmal Classic Ivory. Top ist natürlich der Spender. Ja, hallo, das sieht schick aus. Das ist hygienisch und mag ich wirklich sehr, sehr gern. Die sind auch sehr, sehr flüssig. Und wie man sieht, ist das schon ein bisschen dunkler von der Farbe her. Aber das geht eigentlich. Also wenn man es verteilt, das ist, lässt sich gut verteilen, ist ein Ticken zu dunkel, hat eine leichte bis mittlere Deckkraft. Und ja, ich finde, es lässt sich gut verteilen. Man merkt den Lichtschutzfaktor, dass der hier drin ist, das auf jeden Fall. Aber trotzdem lässt es sich gut verteilen und ist von der Farbe her minimal zu dunkel, passt aber so mit dem Gelbanteil hier drinne. Der Geruch ist irgendwie ganz interessant. Mag den. Ist so leicht fruchtig. Kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen mit. Und jetzt nochmal das Soft Porzellan. Das mache ich mal daneben, dass man das sehen kann. So. Nehme ich jetzt mal nicht ganz so viel. Man sieht schon, es ist super, super hell. Und es wirft so ein bisschen nach aus dem Spender, aber das ist halb so wild, es geht. Ja, ich verteile es mal. Man sieht schon, es ist wesentlich heller. Wesentlich, wesentlich heller.
als jetzt die Ivory-Geschichte. Und das mag jetzt hier aussehen, als wäre das mehr orange, aber auf der Haut und beziehungsweise im Gesicht habe ich das schon gemerkt, dass die hier ein bisschen rosastichiger ist zum Schluss. Wenn man die beiden vermischt, kommt meiner Ansicht nach das beste Ergebnis raus von der Farbe her. Und deswegen mische ich die auch, wie gesagt, immer. Ja, ansonsten, ich finde, das ist eine Foundation, die wirklich jeder benutzen kann, ob jetzt fettige Haut oder trockene Haut, also weil die hängt nicht so stark in trockene Stellen. Und hat jetzt kein mattes Finish oder so, aber an und für sich ist sie, die sieht zwar jetzt sehr glänzend aus, aber wenn die eingezogen ist, glänzt sie nicht mehr so stark. Und ich mag die sehr gerne. Benutze sie auch eigentlich gerne, beziehungsweise seitdem ich die BB-Creams habe, nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall keine schlechte Foundation. Ich kann die durchaus empfehlen. Sag einfach mal, jeder sollte dann mal sich den Tester schnappen und gucken. Weil eben Lichtschutzfaktor drin ist und die Deckkraft ist ganz gut. Ist jetzt keine hohe, aber sieht gut aus, finde ich. Also auf der Haut, das passt sich schön an und ja. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Dann hatte ich mir mal vor einer Weile diesen Alverde-Stick gekauft. Ich habe ja diese Cream-to-Powder-Foundation. Die finde ich richtig gut. Die ist auch vom Ton her hell genug. Und dann habe ich das hier gesehen. Das war noch bevor Manhattan diese Sticks rausgebracht hat. Und da gibt es nur zwei Farben. Und das eine ist eben die 01 Naturelle. Die habe ich hier. Und ja, da war ich einfach neugierig. Hier sind 9,5 Gramm drin, kostet auch so 3, 4 Euro. Und hat halt hier so das Stück. Ist ungefähr so lang wie die Manhattan, glaube ich. Vom Preis her natürlich relativ günstig. Hat einen Kräutergeruch. Und ja, ich zeige euch einfach mal. Es muss natürlich die Sonne total abscheinen. Und in der Mitte, das soll so ein bisschen, ja, ein Stück weit mattieren. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt sieht. Die ist relativ hell, aber immer noch ein Ticken dunkler als die andere. Und sie hat eigentlich gar keine Deckkraft. Das ist mehr so eine Art Pflege-Make-up. Also hier merkt man schon, dass da sehr viele Öle drin sind. Und das Problem bei der ist, sie bleibt sau gerne in so Schüppchen oder trockenen Hautstellen hängen. Und das ist irgendwie schade. Aber ja, sie ist halt so ein bisschen fester, wachsiger vom Gefühl her beim Verteilen. Aber es ist, denke ich, normal für eine Stick Foundation. Sie gleicht so minimal die Haut aus, aber hauptsächlich pflegt sie die Haut, würde ich sagen. Es ist nicht so viel Abdeckkraft dabei und sie ist okay, aber eher, wenn ihr noch irgendwas sucht, um eure Haut ein bisschen zusätzlich zu pflegen. Und dafür habe ich es eigentlich nicht gekauft gehabt. Also ich wollte ja schon eine Foundation mit Deckkraft haben. So, und da auch Roses are Red davon geschwärmt hat, habe ich mir diese beiden hier bestellt. Und zwar in der normalen Drogerie gibt es ja hier in Deutschland nur 120 als hellste Farbe. Und ja, das hat mir schon angenervt. Und da habe ich dann mir die beiden hellsten Nuancen bestellt, weil ich eben nicht wusste, wie die dann schlussendlich auf der Haut aussehen. 110 und 115 habe ich mir bestellt. Das ist die 110 heißt Porzellan und die 115 Ivory. So, und eigentlich habe ich erwartet, dass Ivory doch ganz gut passt. Das Problem bei dieser Farbe, bei der Ivory, bei der 115, ist, dass sie extrem orange-stichig ist. Also bei Ivory erwarte ich was gelbstichiges und nicht was orangenes. Und die ist auch sehr orange auf der Haut, deswegen habe ich die auch noch nicht wirklich benutzt. Wäre vielleicht eine Foundation, wenn ich ein bisschen Teint habe, aber selbst da kritisch. Vielleicht kann ich die beiden mischen, mal schauen. Aber im Moment ist mir die 110 passt vom Farbton her am besten und deswegen benutze ich die. So. Ich finde die eigentlich ganz gut, so von der Idee her. Man kann die überall mit hinnehmen, schnell in die Tasche packen. Man braucht keinen Puder drüber tragen. Man schmeißt sich einfach ein bisschen was davon ins Gesicht und es lässt sich super, super toll verteilen. Ist so ein bisschen samtig,
Nicht wieder Alverde-Stick, der ja eher wachsig ist, sondern samtig, lässt sich toll verteilen und verblenden. Und an für sich ist es eher so eine leichte Deckkraft, aber ich habe gemerkt, dass man auf der Haut, also im Gesicht, durchaus aufbauen kann, indem man an einer Stelle mehr aufträgt oder zwei, dreimal aufträgt und dann immer ein bisschen verblendet. Also man lässt, ich würde sagen, man kann so eine mittlere Deckkraft damit bekommen. Und ja, ich finde die gut, die Idee ist gut, sie lassen sich toll auftragen. Die 115 hatten nur zu starken Orange-Anteil, was mir nicht gefällt, was ich schade finde. Es ist auf jeden Fall nichts für Leute mit sehr, sehr trockener Haut oder starken Hautschüppchen, weil es hängt bei mir auch immer an bestimmten Stellen ganz schnell dran und es bleibt nicht sehr lange shine-free. Also ich muss dann manchmal noch pudern. Aber ansonsten, ich finde die Idee halt toll und es ist praktisch und für unterwegs toll. Man kann auch dann nochmal ein bisschen nachblenden, wenn man normale Haut hat. Denke ich, ist es perfekt. Ich habe den hier jetzt schon ein bisschen benutzt und ich muss auch sagen, die Farbe ist toll. Die ist schön, schön hell. Und ich habe das Gefühl, diese Farbe deckt auch ein bisschen mehr als die andere. Lässt sich, wie gesagt, toll verteilen. Der Geruch ist so ein bisschen, ich weiß nicht, nach nix. Aber ich mag das und es ist ziemlich genau mein Hautton im Moment. Ich benutze sie gerne, aber da muss meine Haut gut gepeelt sein und gut eingecremt sein. Und wenn es schnell gehen muss, wirklich schnell gehen muss und ich abends noch weggehe, dann benutze ich die gerne, wenn ich nämlich keine extra Lichtschutzgeschichte mehr brauche, weil es schon dunkel ist. Und dann einfach zack in die Handtasche und man sieht das, man merkt das gar nicht auf der Haut. Das verschmilzt sehr gut, es gleicht Rötungen gut aus, aber es ist halt keine starke Deckkraft, das muss einem klar sein. Und ich denke, bei sehr öliger Haut wird die auch nichts sein, da wird die fleckig werden, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich muss sagen, die 110, die hat es mir schon angetan. Ich benutze ganz gerne, wie gesagt, wenn ich sie abends nutze. Aber da muss meine Haut extrem gut vorher gepflegt sein, sonst geht das gar nicht. Und sieht doof aus. Ich habe die in Amerika bestellt, über eBay. So um die 7, 8 Euro haben die mich gekostet, mit Versand. Und dafür ist es in Ordnung. Also wenn ihr irgendwas braucht, was ihr schnell in die Handtasche schmeißen wollt, schnell mitnehmen wollt, wo kein extra Lichtschutzfaktor drin ist, und ihr keine super, super trockene Haut habt, dann kann ich euch die raten. Also bei normaler Haut ist sie perfekt. Und bei starken Pickeln und Akne wird das schwierig werden. Ansonsten finde ich die gut. Dann, ihr kennt ja meine 115 hiervon, von der Manhattan Fit Me Foundation, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Ich habe sie jetzt ein bisschen geschüttelt, aber ich habe die tatsächlich schon bis hierhin aufgebraucht. Und das ist so meine Sommer Foundation gewesen. Die hat sehr gut gepasst. Und das ist die 110 und man sieht ja hier schon im direkten Vergleich, wie hell die 110 ist. Und die habe ich mir neu gekauft. Die kommt leider ohne Pumpspender. Das ist halt das Manko und sie hat mich um die 15 Euro mit Versand gekostet. Also die war ein bisschen teurer. Und die habe ich, glaube ich, auch über Amazon bestellt und nicht über eBay. Ja, ich mache das mal jetzt so. Kriege ich auf jeden Fall ein bisschen was drauf. So. Und mir gefällt die richtig, richtig gut. Man kann die auch mischen mit der 115, so für die Übergangszeit. Sie lässt sich toll verteilen. Sie ist kaum, also sie, ich finde, wenn man die auf der Haut verteilt hat und so einen kurzen Moment einziehen lässt, dann sieht die aus wie die eigene Haut, nur besser. Und das kann man auch so für die Deckkraft sagen. Man kann sie bis zu einem guten, gute mittlere Deckkraft aufbauen und das war's. Also mehr geht einfach nicht und das muss man akzeptieren. Da muss man dann für die anderen Stellen Concealer benutzen. Ansonsten finde ich die toll. So, jetzt habe ich zu der schon öfters mal zu hören bekommen, dass sie halt schnell nachscheint und das kann ich bestätigen. Also so die T-Zone, die glänzt bei mir auch relativ schnell mit der. Ich kann euch da empfehlen, also ich habe immer unter der einen Primer benutzt. Einen Anti-Glanz-Primer quasi. Von P2, die, wie heißt sie, Oil Control Base. Die ist günstig, finde ich gut, hat wunderbar damit funktioniert.
Das habe ich darunter benutzt, dann scheint die erstmal nicht so schnell durch, weil normalerweise, wenn man gar nichts drunter benutzt und auch dann relativ reichhaltige Creme drunter benutzt, dann scheint die innerhalb von einer Stunde nach, also durch. Und das mag ja, glaube ich, also es mag kaum einer. Sei denn man hat sehr trockene Haut, dann freut man sich darüber. Apropos trockene Haut, fand ich jetzt nicht, dass sie sich sehr stark absetzt im Vergleich zu anderen Foundations und zu den Sticks vor allen Dingen. Ich finde, die sieht gut aus, macht sich auch gut. In Fältchen funktioniert die auch. Man muss halt dann manchmal ein bisschen nach arbeiten, aber das ist bei vielen Foundations so. Also stört mich nicht, dass sie sich mal so ab und zu ein bisschen absetzt, aber so in den Falten, also wirklich die Nasalfalten und um die Nase herum, das ist so das Klassische. Und das machen eigentlich alle Foundations bei mir. Zusätzlich pudere ich sie ab, aber ganz leicht, nicht viel. Und zwar nicht mit dem Fit Me Puder. Das Zeug ist furchtbar. Das scheint ja noch schneller durch, habe ich dann immer das Gefühl. Und vor allen Dingen kriege ich davon auch Pickel. Ich habe nämlich zu hören bekommen von einer Abonnentin, von als wie, dass sie Pickel durch die Foundation kriegt. Und bei mir ist es so, ich habe eine Zeit lang die Fit Me mit der, also Fit Me Foundation mit dem Puder benutzt und da habe ich dann auch Pickelchen bekommen. So, in dem Puder ist Talkum drin und meine Erfahrung ist, wenn man über eine Foundation Puder mit Talkum gibt, kriegt man Pickel davon. Vor allen Dingen, wenn man dazu neigt, dann erst recht. Und das ist halt auch das, was bei mir immer passiert ist. Und deswegen möchte ich euch raten, weil ich benutze von Lavera das Mineral Loose Powder. Das ist talkumfrei. Sucht euch ein Puder, das talkumfrei ist, auf jeden Fall, und benutzt das darüber. Auf gar keinen Fall irgendwas mit Talkum benutzen, weil das super krass die Poren verstopft. Wenn man jetzt die ohne Puder benutzt, dann habe ich keine Pickel bekommen. Bei dem Lavera-Zeug auch nicht. Deswegen, es kann natürlich sein, dass eure Haut vielleicht das Silikonöl oder den Lichtschutzfaktor hier nicht drin verträgt und dadurch so Pickelchen entstehen. Aber meine Erfahrung ist wirklich, das liegt an dem falschen Puder, was man drauf macht. Und ich habe jetzt mit der zum Beispiel, da pudere ich im Moment nur den Nasenrücken und unter den Augen ab, wenn ich die hier benutze. Und ansonsten pudere ich die einfach nicht ab, weil meine Haut eh trocken ist. Und ja, jetzt funktioniert sie eigentlich relativ gut. Im Sommer ist es schwieriger. Und ich benutze im Moment auch keine Base drunter, sondern die normal. Dann funktioniert das. Ja, wie gesagt, der Tipp mit dem Puder, immer darauf achten, talkumfreies zu benutzen. Und das war mein Update, was wieder mal echt extrem lang geworden ist. Ich hoffe, ihr hattet ein paar gute Eindrücke von den verschiedenen Produkten. Ich mache jetzt keine Übersicht, für wen was ist. Ich habe es ja eigentlich schon gesagt. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, dann stellt sie mir gerne. Ich versuche alles nach Gutdünken und bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und das war's dann von mir. Wir sehen uns. Ciao.